Jo, ich würde aber sagen, nach dem Release-Video können wir uns eigentlich noch das Video von Rapjack hier anschauen. Unglaublich, Raff legt Wien komplett lahm. 100.000 Euro zahlt er für so einen Albumstart. Ja, ist krass. Ist natürlich eine fette Promo-Aktion gewesen, aber auch ein, wie soll man das sagen, ein unbeschreibliches Erlebnis einfach. Sowas hat echt noch keiner gemacht. Und ja, schauen wir mal kurz rein. Eine unglaubliche und einmalige Aktion wurde gestern durchgeführt. Raff Camora hat das Ganze möglich gemacht. Für sein letztes Album hat er sich nun etwas ganz Krasses überlegt. Irgendwo in Wien wird er auftauchen mit seinen Jungs und verkünden, was. Auch geil, dass er das so spontan gemacht hat. Hat aber bestimmt auch den Grund, dass das Ganze sonst angemeldet werden muss und sonst abgeblasen wird. Der hat ja auch gehofft, dass bis 22 Uhr das ganze Ding nicht abgeblasen wird. Weil die Polizei war schon präsent und sowas blasen die dann eigentlich immer ab. Wann sein Album erscheint. Irgendwann hatten die Fans genug Hinweise und plötzlich war es im ersten Bezirk in Wien voll. Auch Bones MC von der 187 Straßenbande war anwesend. Dann war es plötzlich soweit. Bones und Raff fahren durch die Straßen und später auch im Boot und verteilen CDs, Shirts und vieles mehr. Mehrere 10.000 Fans waren vor Ort und rennen Raff Camora hinterher. Das Ganze hat dem Rapper übrigens über 100.000 Euro gekostet, wie er später selber bekannt gibt. Richtig geil, dass der T-Shirts vergeben hat und Snippets, feier ich übertrieben. In der Beschreibung werde ich euch sein Album verlinken. Es ist wie gesagt sein letztes Album. Also verpasst es nicht und viel Spaß. Um 21:30 Uhr der Höhepunkt. Mein Release-Datum von Zenith wird bekannt gegeben. Und es wird nicht nur das Datum bekannt gegeben, wann Zenith anfängt, es wird auch das Datum bekannt gegeben, wann Zenith endet. Ihr werdet es alle sehen. Ihr könnt es teilen mit der restlichen Welt. Gib den Leuten T-Shirts, gib den Leuten T-Shirts, ja Mann, Galonero, Bones, Pirelli. Krass, wie viele Leute da gekommen sind, dass es auch relativ spontan war. Also krass, aber gut. Die meisten werden auch dahin gefahren sein, wenn die es nicht so weit hatten. Schöne Grüße an alles. Unglaublich, wir haben Wien auseinandergenommen. Ganz erster Bezirk gehört uns. Jetzt steige ich um aufs Boot zu Bones MC. Von dort aus verteile ich weiter T-Shirts. Und dann um 21:30 Uhr sehen wir uns dort beim Punkt. Ihr seht, wann mein Album kommt. Ihr postet das, ihr teilt es der ganzen Welt mit. Ihr seid unglaublich, Wien, I love you. An alle, die unsere Stories gucken, wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, weil es ist Ausnahmezustand überall. Wir wollen nicht, dass abgeblasen wird. Deswegen noch 20 Minuten bis zur Projektion auf dem Sofitel Hotel. Wir hoffen, dass alle. Schöne Grüße aus der U-Bahn. Wir haben gehört, die Polizei macht gerade alles platt. Geht lieber weg von dort. Postet alle das Release-Datum. Postet alle das Release-Datum. Alle, alle, alle. Ja, Mann. So Leute, das war's mit dem Video über Raff Camora. Ich hoffe. Also geiles Video, aber man muss auch sagen, am Ende hat er in seiner Insta-Story bekannt gegeben, dass keine Ahnung, fünf Leute von ihm auch verhaftet wurden. Naja, bei so einer Aktion. Also offiziell könnt ihr jetzt das Album bestellen. Wer Bock drauf hat, kann sich das Album bestellen und ja, das Ende von Raff Camora noch genießen.